Ja, grüß dich, servus, hallo, hier ist wieder der Sven. Heute zeige ich euch seltsame Flugobjekte im Steigerwald. Lass dich überraschen. Wenn es dir gefällt und du 3 Minuten Zeit hast und dir das Ganze, wie gesagt, gefallen hat, Däumchen da lassen, abonnieren, da kommt noch mehr, denn die GoPro ist unterwegs. Braucht nur leider länger wie laut Herstellerangabe 2 bis 3 Tage, da wo ich drüber lache, dauert ein bisschen länger. Guckt euch das an, diese geile Landschaft hier mitten in Franken. Da hinten in Burg Ebrach beginnt praktisch der Steigerwald. Da geht es auch irgendwann hin. Ja, ich freue mich auf richtig geile bewegte Bilder, wenn die GoPro endlich da ist. Leider muss ich bis dorthin noch ein bisschen mit meinem Handy rumassimilieren. Das tut mir schrecklich, aber ich hoffe, du hast trotzdem ein bisschen Spaß dabei, dir das anzugucken. Ja, hier nochmal kurz, das müsste nochmal Sambach selber sein. Das andere war ja mehr die Mühle. Hier sieht man noch einen Kameraschwenk. Einmal über das grüne Gemüse, schön in Technocolor, schön 80er-Style. Und dann anschließend gleich nochmal Sambach, ja, sehr schön. Hier der Gerät, ne? Der Gerät schläft nie. Das ist ein geiles Teil, kann ich euch nur empfehlen. So bequem. So, jetzt kommen gleich die UFOs. Guckt an, hier, wer kann es erkennen? Da sind sie. Lauter kleine UFOs auf dem Foto. Ich fand es total geil. Schön die Insekten, schön bei der Arbeit. Finde ich in Ordnung. Die können ruhig noch ein bisschen länger arbeiten, dass hier alles schön blüht und gedeiht. Ja, die Marksee, auch sehr schöner kleiner See, eigentlich nur was für Angler, aber man kann dort ruhig mal rasten mit dem Fahrrad oder mal als Wanderer. Sehr schön. Sehr idyllisch. Wenn ihr mir sagen könnt, was das hier für Blüten sind, was das hier für ein Baum ist, was da hier schön vor sich hin blüht, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare, sei so lieb. Ich weiß es leider nicht, aber ich würde es gern wissen. Ja, hier Blickrichtung müsste Röberstoff sein. Wunderbar eingefangen, einen neuen Weg entdeckt. Hier ist es nicht cool, altes Featuring Blüte, geil. Und gleich nochmal seitlich rüber fotografiert hier. Habe ich so gesehen. Blüte. Schön, ne? Jo, leine deinen Hund an. Machen leider viel zu wenig Leute. Der Sendemast, der uns schön hier Internet bringt. Und ja, schön, dass deine SMS ankommen, wenn du denn sowas Altes noch schreibst. Und schon sind wir wieder in Fremdsdorf und sind praktisch schon fast durch. Danke fürs Zuschauen. Die 3 Minuten gehen immer so ratzfatz vorbei. Ich weiß gar nicht, was ich noch alles reden soll. Ich rede schon wie ein Buch. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Däumchen da, abonniere mich. Es kommt demnächst noch wesentlich mehr Stuff und geile Videos. Ich wünsche euch was. Der Sven ist dann mal raus, ne?